Aus der Ferne sieht er aus wie ein Dinosaurier, der sich in unsere Zeit verirrte. Dabei ist er unten ein Leopard und oben ein Biber. Der zoologische Zwitter entpuppt sich bei näherem Hinsehen als das neueste Steckenpferd, das unsere Panzerpioniere reiten. Die Panzerschnellbrücke Biber. Das war 1974. Jetzt erhält die Bundeswehr den Leguan. Im Herbst 2018 erfolgt die sogenannte taktische Einsatzprüfung. Es wird getestet, ob die neue Gefechtsfeldbrücke die hohen Anforderungen erfüllt. 2019 soll der Leguan schließlich in der Very High Readiness Joint Task Force der NATO eingesetzt werden. Jeder Verlegevorgang beginnt mit dem Aufstellen des Stützschilds. Damit verschafft sich der Leguan einen sicheren Stand. Im Anschluss beginnt das Verlegen der Brücke. Die beiden übereinander liegenden Brückenelemente werden zunächst voreinander geschoben und anschließend verkoppelt. Der Verlegearm kann jetzt die gesamte Brücke über dem Geländeeinschnitt ablegen. Nach rund 6 Minuten ist der Vorgang beendet. Über 500 Verlegevorgänge hat ein Team vom Amt für Heeresentwicklung genauestens beobachtet, um die Zuverlässigkeit des Leguans beurteilen zu können. 73 Tonnen Last muss die Brücke aushalten können. Deswegen lassen die Prüfer Fahrzeuge mit unterschiedlichem Gewicht über 200 Mal über die Brücke rollen, darunter etwa der Pionierpanzer DAX. Der Biber. Nach und nach wird er die Bundeswehr verlassen. Über Jahrzehnte bewährt, erfüllt er heute nicht mehr alle Anforderungen der Truppe. Der Leguan hat den entscheidenden Vorteil, dass wir eine höhere Tragkraft haben, gerade für unsere heutigen Gefechtsfahrzeuge wie den Leopard 2A7, was vorher beim Biber nicht mehr möglich war. Der Leguan verfügt außerdem über 3 Brücken. Der taktische Führer wählt aus 2 Möglichkeiten. Lädt er eine oder beide 14 Meter Brücken auf den Rücken des Leopard 2 Fahrgestells? Oder wählt er die 26 Meter Brücke für breitere Hindernisse? Aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, gerade in Afghanistan war es so, dass wir da keine Gewässerbreiten hatten bis 12 oder 20 Meter, sondern wirklich nur kurze Gewässereinschnitte, wo man sagt, okay, eine 22 Meter Brücke ist jetzt gar nicht vonnöten, sondern da wäre es besser oder praktikabler gewesen, kürzere Brücken einzusetzen. Und das haben wir hier mit dem System auch erreicht. 1500 PS, 3 Brücken in einem System und genug Tragfähigkeit für alle Bundeswehrfahrzeuge. Der Leguan erhöht die Beweglichkeit der Bundeswehr erheblich.